Der andere Punkt ist, dass sie wirklich die Dinge im Detail beschreibt und sich nie widerspricht. Also die Dinge nie anders darstellt, als sie sie schon dargestellt hat. Dann ist noch ein wichtiger Punkt, dass ich sie so erlebe, wie ich wirklich auch andere traumatisierte Personen schon erlebt habe. Nämlich die große Distanz, mit der sie über die Dinge spricht, die sie erleben musste. Das klingt vielleicht paradox, aber gerade das ist für mich auch noch ein Zeichen der Glaubwürdigkeit. Und sie tut nichts dazu, also sie versucht nicht zu erscheinen, als Opfer zu erscheinen. Sie sagt ja auch, das Opfer, mit dem wir sie nichts mehr zu tun haben. Sie wirkt absolut authentisch, wenn man den Hintergrund bedenkt und den Hintergrund hat, dass sie diese Distanz aufrechterhalten muss, weil sie sonst zusammenbrechen würde. Also ich habe überhaupt keine Zweifel daran. Die Justiz hat den Fall Noemi zu den Akten gelegt, obwohl mehrmals ihre Glaubwürdigkeit bestätigt wird. Warum nur will sich niemand mit den Fakten auseinandersetzen, die sogar über die Grenzen Frankreichs hinausgehen? Wir fuhren nach Tournon zu einem Paar. Dort stellte mein Vater mir Marc Dutroux vor. Er sagte mir, das ist Marc, ein Freund von mir. Ich musste ihn mit Küsschen begrüßen und dann ging ich weg. Das Gespräch zwischen den beiden Männern interessierte mich nicht. Mir war es damals als Kind egal, was Erwachsene miteinander besprachen. Also ich begrüßte ihn und ging spielen. Als die beiden fertig waren, sind wir wieder gegangen. Und einige Monate später sind wir wieder dorthin gefahren. Mein Vater und Marc Dutroux sprachen miteinander und ich ging wieder spielen. Marc Dutroux, auch bekannt als das Monster von Charleroi, dem Kinderschänder, wird die Entführung von 6 Mädchen zur Last gelegt. 4 starben, 2 überlebten die sadistische Gefangenschaft. Wir alle kennen den Fall Dutroux. Er war damals das Gesprächsthema in Europa. Heute befindet sich Marc Dutroux als einziger im Gefängnis. Und es hat den Anschein, dass dieser Fall ein rein belgischer Fall bleiben soll. Semble-t-il, risque de rester belge. Et ce que nous amène Noémie. Aber mit all dem, was Noémie heute aussagt, und wenn sich ihre Aussagen bestätigen, hätten wir einen französischen Bezug im Fall Dutroux. Denn Noémie lebte damals im Ardèche-Tal, als sie Opfer der Gewalttaten wurde, die sie uns heute beschreibt. Und Noémie sagt, 1995 habe sie dort Marc Dutroux zweimal zusammen mit ihrem Vater getroffen. Dieser Aspekt wurde bisher in den polizeilichen Ermittlungen noch nicht berücksichtigt. Aber wenn es so sein sollte, dann würde sich durch Dutroux' Auftauchen in Frankreich ein ganz neues, ein europäisches Kapitel in Sachen Pädophilie öffnen. Dans une affaire de pédophilie française cette fois-ci.
Eigentlich müsste ich im Prozess gegen Marc Dutroux aussagen. Nicht wegen Vergewaltigung und all diesen Dingen, sondern einfach nur, um die Verbindung zwischen Marc Dutroux und Frankreich aufzuzeigen. Ich beschreibe genau das, was Marc Dutroux in Belgien gemacht hat. Und ich habe ihn in Frankreich gesehen. Meine Geschichte ist also der Beweis dafür, dass es sehr wohl ein pädophiles Netz gibt, dass die Pädophilen ein Netz organisiert haben, um Kinder töten zu können, um Kassetten herzustellen, um Kinder zu vergewaltigen. Es sind nicht irgendwelche Amateure, die Videofilme aufnehmen, oder irgendwelche Verrückte, die Kinder entführen und umbringen, um ihre persönlichen sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Nein, es ist ein professionell geführtes Netz mit einem großen Markt für Pädophilie, einem Angebot an Kassetten, pädophilen Fotos und Snuff-Movies. Und mein Vater und Marc Dutroux gehören auch zu diesem Netz. Netz. Als Noemi 10 Jahre alt ist, endet für sie das Martyrium. Bis heute lebt sie versteckt an einem uns bekannten Ort in Südeuropa. Sie ist jetzt volljährig und sie ist entschlossen, endlich selbst die Initiative zu ergreifen. Noemi wird Anzeige erstatten. Gegen die Täter, die sie alle kennt. Wegen sexuellem Missbrauch, Vergewaltigung und Mord. Ich werde nicht die ganze Welt darum bitten, mir zu glauben. Jeder soll glauben, was er will. Ich weiß, dass ich die Wahrheit sage. Punkt. Ich brauche nicht die Gewissheit, dass mir alle glauben, um zu wissen, dass ich die Wahrheit sage. Nein, ich kenne das Gewicht meiner Aussagen. Es ist die Wahrheit. Ob die Leute mir glauben oder nicht, ist ihr Problem. Ich weiß nur, dass es viele Menschen betrifft. Jedes Kind kann entführt und vergewaltigt werden. Es geschieht jeden Tag. Viele glauben mir vielleicht nicht, weil es zu unfassbar ist. Weil es zu... Ich weiß es nicht. Sollen sie es halten, wie sie wollen. Ich weiß nur, es werden jeden Tag Kinder gefoltert und getötet. Indem ich Anzeige erstatte, übernehme ich Verantwortung. Gegenüber der Gesellschaft und gegenüber den Kindern.